Willkommen zurück zu Devil May Cry 2. So, weiter geht's direkt mit Mission 4. So. Wo sind wir da jetzt genau? So, Moment, ich gucke erst nochmal zurück. Na, zurück geht es anscheinend nicht. Na gut. So, mal gucken, wo wir hier hinkommen würden. Moment, da ist eine rote Kugel. Die nehmen wir mit. Ja. Hallöchen. So, stirb. So, platze. Na, wo kommen die alle her? Okay, ich sehe schon, die kommen einfach immer wieder nach. Dann gucken wir uns erstmal hier vorne weiter um. Geht's da rein? Ich weiß gar nicht. Nee, anscheinend nicht. Da vorne ist was Blaues. Na gut, hier gibt es anscheinend nichts. So, weg mit euch. So, rote Kugel. Meins, meins, meins. So, da haben wir noch eine blaue Kugel. Sehr schön, wieder mehr Lebenskraft für uns. Gut, sonst scheint es hier nichts zu geben. So, bis auf ein paar Viecher wieder. So, stirb einfach und geh weg. Au. So, verschwinde doch einfach. Na, komm schon. Die wollen irgendwie nicht aufhören. Oh, okay, anscheinend jetzt. Ja, gut. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Hier oben vielleicht irgendwas versteckt? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Hier auch nicht. So, was haben wir denn hier Schönes?
Eine grüne Kugel dort vorne und hier ein paar rote. Moment. So, so. Ah. Da haben wir wieder einen Splitter für eine blaue Kugel. Sehr schön. Was man hier alles findet. So, hier ist nichts. Schön. Kleine Ausbeute. So, hier gehen wir erstmal noch nicht rüber, weil wir wissen ganz genau, dass es da wahrscheinlich weitergeht. Da ist eine komische Kugel. Ah. Aber nein. Aha. So, geplatzt. So, weg euch. Ist noch irgendwo einer? Ah, hier oben. Hi. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es hier weiter geht. Kann ich doch bestimmt. Ne, anscheinend nicht. Hm. Hätte hier sein können. Sind schon wieder da. Hier kann man aber nicht mal kurz irgendwas anschauen. Da ist doch mal irgendwo einer. Da oben. Gut. Oh. Da war anscheinend irgendwas versteckt. Schön. So, hier geht's jetzt weiter. Aha. Das wollte ich gar nicht anfassen. Quickheart, ein Zauberstein mit dem Herzen eines laufenden Dämonentiers.
Aha. Das ist eine goldene Kugel. Ah, okay, ich verstehe. Das Rätsel da draußen hätten wir wahrscheinlich gar nicht geschafft, weil wir zu langsam sind dafür. So, aber erstmal gucken. Wir haben jetzt 10.000 Punkte. Damit könnten wir jetzt unser Schwert aufbessern. Oder unsere Pistolen. 30.000 spinnt ihr. Gut. Jo, die sind jetzt besser. Dann gehen wir mal hier wieder. Ja, guten Tag. Ja, ich weiß, wir haben sie schon besiegt. Und ja, ich töte sie nochmal, weil wir brauchen diese roten Kugeln. Autsch, bist du? Okay, die sind schon um einiges stärker geworden. Aha. Ja. So, wieder raus hier. Okay, das funktioniert so nicht. Moment. Hier nichts mehr zerstören kann, das ist unfassbar. Ja gut, dann okay, das hat ja nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja gut, dann nochmal. Ja, es ist eine tolle Tür, wirklich super. Gut, wir haben es irgendwie geschafft. Da kann man doch bestimmt. Nein, kann man nicht. Ah, Kugel. Na gut. So, dann mal hier durch diese Tür. Was bist du denn? So, wir machen mal die Tentakel hier erstmal weg. Au! Geh halt weg.
So. Meinst du? Also, oh, echt jetzt? Pfui. Was soll das? Ach, hör halt auf. Ah, jetzt bist du aber nervig. Da halt so. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, da finde ich hier drin auch keinen Gesundheitsstein. Was an und für sich etwas ungünstig ist. Der trifft. Na doch, er trifft mich hier hinten schon. Also ich muss feststellen, ich mag dieses Tentakelviech nicht. Und das aus mehreren Gründen. Kein Witz, ja. Ja. Ja, schön. Das Viech wäre besiegt. Nein, das ist die Kugel weg. Ja gut, wir sind fast krepiert. Aber nur fast. So, was gibt es hier Schönes? Shotgun. Ein Gewehr, das die Kugeln weit verstreut. Das ist zwar eigentlich ein Motorrad, aber egal. Yay, Devil Hunter Rang 10. Schön. Hui, lauf googeln. Zack. So, wieder speichern und dann geht's direkt weiter mit der nächsten Mission. Mission 5. Vor deinen Augen, doch weit vor deinen Gedanken, muss der Jäger Optionen schätzen. Wegweiser für die Jäger, Kapitel 5, Artikel 4. So, kann ich die Stadt... Ja, die kann... Oh Gott. Okay, ich glaube, wir sparen doch jetzt mal googeln. So, Mission 5.
So, jetzt würde ich gerne wissen, wie kann ich die Shotgun benutzen? Nein, genau. Das möchte ich mal haben. Gibt es da auch irgendwie einen Tastenbefehl oder muss ich die jetzt mal... Ah, okay, die L2-Taste. Gut, hier gibt es nichts. Dann mal weiter. Ja, genau. Hier geht's. Ja, ich schieße einfach mal. Oh Gott. Oh Gott, geh doch einfach weg von mir. Push. Au, spinnst du? Ah, die halten auch viel aus. Ach ja, endlich. Aha. Ich glaube, wir haben unseren ersten Bossgegner gefunden. Also einen ernstzunehmenden Bossgegner. Eventuell. So, wo sind wir denn jetzt hier? Natürlich. Ziegen, Vögel. Ist. Ja, ich glaube. Ja, genau. Tschüss. Pfui. Ja. Stirb. Boah, ist ja ekelhaft. Wenn die Viecher ja fast schon nervig. So, kann ich hier wieder was zerstören? Nein, natürlich nicht. Kugel. Bleh. Ach Gott. Nein! Ach Gott.
Echt, jetzt, jetzt spring halt darüber. Lalalala, hey, wir haben da nichts Besseres zu tun, als stundenlang durch die Gegend zu laufen für eine blöde Kugel. Toll. Na gut, egal. So, ich glaube, hier habe ich irgendwas Blaues gesehen. Ja, Schilder. Sag mal, kann man da reingehen? Hey, Secret Room Level 4. Das war Zufall. Hege diese scheiß Ziegen. So, stirb du Vieh. So, zwei sind schon tot. Stilvoll, yay. Hey, ein Frag mit einer blauen Kugel. Hey, wir haben jetzt eine ganze blaue Kugel. Mehr Lebensenergie. Yeah, Heilung. Kugeln. Und unser Devil Trigger ist auch wieder voll. So, wenn es hier eine geheime. Also einen Geheimraum gab. Gucken wir doch da mal ganz durch, weil hier gab es doch ein paar mehrere Türen. So, du bist auch keine. So, haben wir noch hier? Da ist noch eine. Mal gucken, vielleicht haben wir da Glück. Nein. Auch nicht. So, hier können wir wieder shoppen gehen. So. Ach Gott, das ist alles so schweineteuer. Okay, von unserer goldenen Kugel können wir tatsächlich nur eine haben. Das ist ja schon irgendwie schade. Ja gut, wir sparen es jetzt einfach mal. Yep. So, gibt es da... Nein. Mann, man kann ja nicht zerstören, das ist ja voll... Schade eigentlich. Hey, da kann man drauf springen. Komm, da gibt es doch jetzt bestimmt irgendwas Geheimes. Nö, man kann einfach nur drauf springen, weil es toll ist. Oh, warte mal. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Schade. Hätte ja sein können. Und hier wahrscheinlich das gleiche. Jo. Na gut,
dann mal hier durch. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Ist das echt der Boss von letztens? Jetzt ist ein normaler Gegner. Ja. Au! Was zur Hölle? Boah, Alter. Ich muss das mit dem Ausweichen besser hinkriegen. Hui, okay. R1 gedrückt halten und Kreistaste. Hey, das habe ich nicht gesehen. Leck mir doch mal Arsch. Alter, wie Lebensessen hat denn das Vieh? Das ist so unfassbar. Ich hab doch Kreis gedrückt, wenn es mich jetzt zurückschmeißt. Oh ja, genau. Hier geht's. Alter, kannst du ausweichen, was du willst. Komm runter. So. Ja, komm halt her. So. Weg damit. Boah, ist ja ekelhaft. Und ich habe mich anfangs so gefreut, dass es doch nicht so schwer ist. Ha, da habe ich mich wohl total geirrt. Boah, die Kamera ist hier echt bescheiden. Hey, haben wir einen Secret Room? Ja, Level 5. Wow. Pass auf, 3 große Drachen. Nein, viele Flugviecher. Ei, genau, du. Du bist Chicken. Oh ja, genau. Igitt. Nee.
so. Ach, verpiss dich doch, du. So, platze. Danke. Hui, volles Leben. Hey. Ach ja, der Devil Trigger war ja auch noch da. Ups. Egal. Da ist anscheinend nichts. Ein Panzer. Echt jetzt? Sie kann er uns hier treffen? Nein, aber der da hinten, der kann uns treffen. Da ist auch noch einer. Ja, super. Ja, was war das denn jetzt? Okay, der Panzer ist hinüber. So, jetzt zu dir, Panzer Nummer 2. Are you ready? Showtime! Da ist noch einer. Gut, man muss es ja auch nicht komplett übertreiben. Aber ja, doch irgendwie schon. So, sorry, aber ich muss mich hier erst noch ein bisschen umschauen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen. Hier zum Beispiel die Kugel. Das hier sieht mir nach Secret Room aus. Ja, oder nicht? Was wird's da hinten noch? Gibt es aber anscheinend nichts. Nee, das ist anscheinend alles leer.
zu, hallo Panzer. Düp-di-düp-di-dü. So, das ist ja eigentlich total easy hier. Bingo! Are you ready? So, kaputt. Ja, schön. Hey, da haben wir einen Splitter für eine blaue Kugel und, na, noch eine rote halt. Yay, Splitter. Oh Gott, was? Ah. Hallo? Das Absicht? Ja, doch. So, was machen hier denn Schönes? Offense Hearts, ein Zauberstein mit dem Herzen eines kampflustigen Kriegsgottes. Aha. Verstärkt ihre Angriffskraft im Devil Trigger Modus. Ja, schön. So, das ist ja ein Blitzelement und hier haben wir Fliegen und schnell laufen. Ja, machen wir mal das mit dem Fliegen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Okay, also das war jetzt im Prinzip dann eher doch geheim. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder oben rauflaufen und da eben dann ganz billig rüberfliegen. So, und falls euch wundert, die Folge wird heute absichtlich ein bisschen länger, da gestern und ich weiß nicht, ob heute auch noch die Folge kommen kann, weil ich momentan ein Problem mit dem Internet habe und der Netzbetreiber muss da irgendwas richten. Und naja, somit kann ich eben nichts hochladen. Okay Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Gibt's irgendwie nicht so eine Karte oder so? Map. Oh wow. Hä? Toll. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese Folge heute kommt und wenn nicht, dann kommt sie eben so bald wie möglich. Weil ich kann es leider auch nicht beeinflussen, wann die das richten und ich hoffe bald. Und naja, deswegen heute ein bisschen länger. So, nichtsdestotrotz habe ich jetzt keine Ahnung, muss ich jetzt da irgendwie rüber oder kann ich auch hier rüber? Nein.
Zeig mal die Karte, ja. Karte. Das hilft mir jetzt nicht wirklich. Also eigentlich hilft mir das so ungefähr gar nicht. Gut, hier geht es ja offensichtlich nicht mehr weiter. Da muss es ja irgendwo dort vorne weitergehen. Oder eben dort oben. Oh, anscheinend hier. Ein dämonischer Helikopter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist ja unfassbar. So, jetzt sollte es mir eigentlich mal platzen. Oder einfach verschwinden. Ja. Ach, hier kann man weitergehen. Das ist ein Aufzug. Aber der ist nicht für uns bestimmt. Diese Tür anscheinend auch nicht. Ja. Gut, interessant, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh Gott. Helikopter, geh mal bitte weg, lass mich in Ruhe, ich möchte hier einfach nur hochkommen, ohne dass ich hier gleich abfacke. Ja. Ah, und da geht's weiter. Da muss ich anscheinend hin.
Kann ich da rüberspringen? Ja, kann ich. Okay, anscheinend einfach da weiter nach oben. Ihr verpisst euch da am besten mal. So. Kusch. Gut, hätte ich mich jetzt gewundert, wenn das ein Geheimraum gewesen wäre. Oh Gott, wo will uns dieses Ding hinführen? Oh, schön. Ja. Oh Gott. Oh, ich liebe so etwas. So, bitte geh weg. Ui. Ich möchte nur diesen Wolkenkratzer hochklettern. Mehr möchte ich gar nicht. Der schon wieder. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich sehe das Ding nicht mal. Aber es mich offenbar. Jetzt zurück, bis wir da runterkommen können. So, dann kommen wir schon. Die Hälfte haben wir schon.
Uah. Oh mein Gott. Geil. Klar, schick mir noch Bomben hinterher, du Miststück. Uah. Na Gott, ich habe jetzt, glaube ich, gleich ein Problemchen. Hui. So, du scheiß Auge. Yeah. Stirb endlich! Hui. Und abwärts geht's. Hey, wir haben noch Rang C. Ja. So, hat ja zum Glück überhaupt nicht lang gedauert. So, Mission 6 kommt dann schon. Lieder gen Himmel, Eingeweide, die die Dunkelheit spiegeln und der Name Turm des Unheils. Aha. Ja gut, dann würde ich sagen, jetzt ist die Folge aber erstmal vorbei. Dann gibt es eben heute eine Special-Folge, die fast eine Stunde lang dauert. Ja. Gut. Aber dann war's das jetzt erstmal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch gefällt's bis dahin noch. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.